Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. A Juggle's Tale wollen wir heute anzocken. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das sah ganz süß aus. Ich dachte, könnte ich mit meiner Tochter zusammenspielen. Ich mache sowas, auch wenn es jetzt doof klingt, ich mache sowas noch richtig klassisch teilweise. Also selbst mit Singleplayer-Spielen, also muss ja nicht immer Multiplayer-Spiel sein, dass man sich einfach Kapitel, also Level für Level aufteilt. Oder ich mache ein Stück, sie macht ein Stück. Ja, und so wie damals mit besten Freunden, man hat sie getroffen, hat GTA oder was weiß ich gezockt. San Andreas, und da hat man dann halt missionmäßig gemacht, oder er hat ein bisschen, ich hab ein bisschen. Deutsch ist okay. Audiosprache auch Deutsch, das klingt gut. Musik mache ich mal ein Stück leiser. Master Lautstärke, leiser laut. Musik mache ich was leiser, Umgebungsklassik, so alles. Und Erzähler haben wir auch. Ich mache mal einen Untertitel. Ach, der ist so ja an. Oh, guckt euch das an, wie schön das ist. Oh, selbst. Oh, das kann, oh, das kannst du selbst ohne Brille lesen. Super. Und dann machen wir mal ein neues Spiel. Das sieht sehr vielversprechend aus. Der Mond scheint hell. Oh ja, zu später Deutsch. Stund. Das Gasthaus ist voll. Aus einem ganz bestimmten Grund. Nach einem harten Tag bei Bier und Wein lässt sich jeder gerne auf Geschichten ein. Da, wo zu später Stunde ein warmes Feuer brennt, findet ihr mich, den man den Erzähler nennt. Ruhe. Ja, wir müssen da noch was ändern. So, Masterlautstärke, Musik, kann man runternehmen, Umgebungslautstärke. Machen wir um 2 runter, Erzähler. Obwohl, wir können das ja dann so lassen. Dann machen wir einfach nur den Erzähler lauter. Ruhe, liebe Leute, ich weiß genau, was ihr jetzt hört. Nee, der ist ein bisschen zu laut. Aber ich finde die Einstellungsmöglichkeiten super. Schon mal einen dicken, fetten Pluspunkt für die Einstellungen. Ich möchte halt, dass die Umgebungsgeräusche nicht zu leise sind, aber auch nicht zu laut sind. Ja, denn sonst geht das Feeling ja verloren. Ich erzähle euch ein Märchen. Und doch ist die Geschichte wahr. Von einem tapferen Mädchen, das den Kindern hier ganz ähnlich sah. Nun lauscht meiner Stimme und schaut her ins Licht. Begrüßt auf der Bühne die Heldin dieser Geschichte. Ihr Name war Abby. Okay, Abby heißen wir. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Mit X. Kann ich euch einfachen Leut beschwichtigen. Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein. So könnte es genauso gut. Also können wir Steuerkreuz blinken, mit Analogstick können wir denken. Und springen können wir. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande. Und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Inmitten bunten Zirkustreiben möchte Abby sich euch zeigen. Es wirkt ein bisschen düster, aber es ist süß erzählt. Na los, kleine Abby, zeig uns mal, was du kannst.
Ah, okay. Nicht schlecht. Das hat sie doch toll gemacht. Oder was meint ihr? Doch war es nicht der Zufall, der Abby hergeleitet, aus dessen bloßer Laune zur Manege sich schreitet. Das Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt, die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann. Beim Fuß des Bären liegt mein Hut. Kann Abby ihn holen mit Geschick und Mut? Wir gucken nicht weiter. Also wir haben jetzt immer den Aufgaben, die wir lösen müssen. Bevor die Bärenklauen dich zerfetzen, möchte ich auf sicherem Fuß dich setzen. Ja, das ist super. Fein gemacht, soweit so gut. Jetzt nur nicht aufgeben, gleich hast du den Hut. Also nicht da, jetzt müssen wir den Bären ziehen. Phänomenale Abby hat es fantastisch gemacht, schwärmt der Direktor und tätschelt sie sacht. Doch genug von Abby, liebe Leute, das war ihre letzte Vorstellung heute. Doch fern abbeseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht, herrliche Kühe, spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby. Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Doch siehe da, zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor?
müssen irgendwie... Alle guten Dinge sind drei. Muss ich irgendwas machen, damit der Direktor ausrutscht? Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben, die Welt zu erkunden. Wer begnügt sich schon gerne mit einem kleinen Käfig, wenn es ganze Länder zu entdecken gibt? Um des leisen Schrittes wohlbedacht, schleicht sie sich aus des Direktors ab. Armer Urs verbringt sein Bärenleben hinter Gitterstäben. Grauenvolle Bestie, wohl kaum. Ein alter Freund mit gleichem Traum. Aber, Abby, merkst du nicht, dass deine Fäden im Weg sind? Nur mit Hilfe von wahren Freunden wird Wirklichkeit aus deinen Träumen. Ach, verflucht. Hoffentlich hat das keiner gehört. Mit vereinten Kräften könnte man glatt über sich hinauswachsen, nicht wahr? Gelohnt haben sich die Mühen. Urs und Abby können fliehen. Doch was ist das? Der Direktor? Sie wurden entdeckt. Schnell! Oh weh. Seinem treuen Herze verschrieben, ist Urs an Ort und Stelle geblieben. Abbys Wohl stellt er über das Seine und brummt gütig: Auf geht's, meine Kleine. Rasch nun, Abby. Laufe geschwind. Kein Blick mehr zurück. Oh, das ist der arme Bär zurückgeblieben. Ach so, ich guck mal schnell nach, weil viele von euch ja da immer fragen, hat er doch Platin? Bis jetzt hat es noch gar keine Trophäen. Jetzt? Nee, es hat kein Platin. Ist nur ein 100% Spiel. Also ein paar Silber, ein paar Bronze. Vielleicht noch eine goldene. Meine Welt zeigt Abby ihre schmeichelste Seite. Bunte Blüten in augenverzaubernder Weite. Im Wind wiegende Gräser, die leis klingend summen, als hinter Abby die zweifelnden Stimmen verstummen.
wir schon 16. Ja, da will ich aber auch gleich aufhören. Aber ich denke mal, das wird nicht so lang und sein. Stein um Steine, frei vom Zwang und von der Leine. Der Abend hinweg trägt feinste Farben und übermalt er die Sorgen und Klagen. Also die Machart finde ich ganz cool. Auch mit den Fäden und so. Dass man da ein bisschen andere Sonnenstrahlen von wohliger Wärme laden sie ein. Auch die Erzählform finde ich schön. Ferne. Und dass er hier die hat. Schönheit der Welt auf dem Silbertablett lacht Abby entgegen, so süß und kokett. Die Mühle ist kein Riese, der wütend dir den Weg versperrt und zähnefletschend schreit. Still steht sie auf der Wiese, mit deinen Fäden kommst du trotzdem nicht an ihr vorbei. Abby lässt die Mühle einfach im Winde stehen und ihre Flügel einsame Runden drehen. Ich denke mal, das kann ich schön mit meiner Großen spielen. Zusammenraten, knobeln, wie wir da an bestimmten Stellen weiterkommen und so. Wenn du fällst, meine Kleine, helfe ich dir wieder auf die Beine. Unsere Abby hält inne am rauschenden Fluss, über den sie wohl oder übel hinüber muss. Sie übertrat ihre Grenze, sprang ein Stück zu weit. Ich helf dir zurück, trotz deiner Torheit. Im Fall des Falles stehe ich dir bei. Klingt doof. Diese Fäden verbinden uns zwei. Weiß ich wohl zu helfen, die raffinierte Kleine. Wo keine Brücke ist, erbaut sie eben eine. Ups, spring nur und vertraue mir blind. Ich pass auf dich auf, mein Kind. Siehst du, auf mich ist Verlass. Die Jägershütte, ein fahler Lichtstreif, der wohl Sicherheit birgt. Und du, kleine Abby, die seine schützende Güte umwirbt. Lass den alten Wolf ruhig in Frieden sterben und dir davon deine Reise nicht verderben. Soll ich hier irgendwas machen? Das Mädchen, das Mühlen bewegt, wird doch wohl auch einen kleinen Wagen aus dem Weg schaffen können, oder nicht?
Der Weg ist frei. Das hast du gut gemacht. Doch hast du auch an den Besitzer des Wagens gedacht? Die Bäume versperren den Weg mit ihren knorrigen Fängen, doch fürchten dabei womöglich, sich die Äste zu verbrennen. Matsch, Blitz und Donner sind mächtige Widersacher, die Abby Angst und Bange machen. Mutterseelen allein rennt sie und läuft, während ihre Freiheit. Nun ja, Abby, die Welt besteht nicht nur aus goldenen Feldern. Das musst auch du nun lernen. Ach, Abby, das hatten wir doch schon. Du kannst dich nicht irgendwo drunter verkriechen. Irgendwie muss man ja hier weiterkommen, aber ich weiß es gerade nicht. Ah, rübersprungen. Ich bin da eben gesprungen, da ging gar nichts. Gib gut Acht auf dein Lebenslicht, Abby. Tief in den Wäldern, so erzählt man sich schon lange, machen dir dunkle Ungeziefer Angst und Bange.
steht sie mit 8 scheußlich zuckenden Spinnenbeinen, bereit dazu, sich einsame Sträume zu verleihen. Gut, Feuer scheint mir hier zu wirken. Fackel schmeckt ihr überhaupt nicht. Mit mutiger Hand hast du sie in die Flucht geschlagen, doch warten in der echten Welt noch tausend weitere. Vielleicht kannst du dir diesen Baum auch zunutze machen. Ja, daran habe ich jetzt wieder gar nicht gedacht. Du musst die Flamme am Leben halten. An meinen Zehen fühlst du dich wirklich sicher, was? Das Feuer ist erloschen und kalt. Du sollst nun nur deine Fackel anzünden. Hochseilakte kennst du doch aus dem Zirkus. Na los!
Stück für Stück für Stück. Langsam wie dringend du mich brauchst. Dieser Ort ist so gar nichts für dich. Vorsichtig. Pass auf die Fackel auf. Frau Edward. Sieht ganz so aus, als hätte jemand fertiggebracht, was dir nicht gelang? Die Spinne ist nun mausetot. Oh, Abby, wo bist du hier nur gelandet? Das ist kein besonders netter Geselle. Gib Acht. Das ist kein besonders netter Geselle. Gib Acht. Wieder nicht voran. Aber egal, wir gehen erstmal zum Hauptmenü. Wir sind jetzt schon hier auf wieder 36 Minuten. So. Ein echt schönes Spiel. Mit den Fäden ist ein bisschen knifflig, da kommt man nicht. Das ist schön was zum Rätseln, kommt man nicht immer gleich voran. Die Story ist gut gemacht. Ich finde den Erzähler klasse. Den Erzähler finde ich mega klasse. Wie er alle kommentiert und ihr hilft und so beschreibt und so. Das finde ich richtig klasse. Mega toll. Leider, wie ihr gesehen habt, kein Platin-Spiel. Alles nur Bronze. Und Silber und so. Schade, schade, schade. Aber trotzdem ein schönes Spiel. So, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.